Kierkegaard war derjenige, der mir beibrachte, dass man Jesus verstehen kann, eigentlich nur indem man es lernt, ein Einzelner zu werden. Die Angst, die dazu gehört, ein Einzelner zu sein, überwindet den Vertrauen. Und dass man die Botschaft Jesu nie anders verstehen kann als äußerste Herausforderung an die bürgerliche Gesellschaft, die zum Schein sich christlich nennt und kirchlich aber alles andere daraus macht. Nichts stimmt, eine einzige Lüge. Das habe ich tief in mich aufgenommen. Und ich konnte es dringlich gebrauchen, als der Papst erklärte, kein Katholik hat das Recht, den Wehrdienst zu verweigern. Ich nehme mir das Recht, Eure Heiligkeit, konnte ich nur sagen. Eine Kirche, die mir verbietet, das zu tun, was ich als Jesu Botschaft im Neuen Testament lese, kann ich nur kritisch erstmal sehen. Ich sage nicht, sie macht alles falsch, sie hat mir viel beigebracht und ich bin ihr dankbar in vielem, aber ich muss selber nachdenken. Das darf sie mir nicht abnehmen mit Unfehlbarkeitsansprüchen.